Meisterschaftschance gewahrt. Nach zwei gewonnenen Spielen hätte für die Wasserballer von Waspo 98 Hannover heute schon die Meisterschaftsfeier steigen können. Doch die Wasserfreunde machten ihren Dauerrivalen einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie konnten die Wasserfreunde Spandau nun ihren ersten Sieg einfahren und bewiesen, dass sie in puncto Meisterschaft auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Mit 12:9 schlugen sie die Gäste aus Hannover vor heimischer Kulisse in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg. We wasn't aggressive, so we changed few things. We started a little bit faster, more aggressive and we played a little bit more for each other. Vergebene Chancen und ungenutzte Überzahlspiele aus dem letzten Spiel schienen komplett vergessen. Stattdessen zeigten die Spandauer ihren besten Wasserball. Die Spandauer dominierten von Anfang an. Bereits im ersten Viertel zogen die Gastgeber mit einer 3-Tore-Führung davon, die sie auch im Verlauf des Spiels nicht abgaben. Bester Werfer bei den Spandauern war Dimitri Hollot, der alleine die Hälfte der Tore erzielte. Ebenso profitierten die Gastgeber von den Fouls der Hannoveraner, die ihnen viele 5-Meter-Würfe einbrachten. Die Freude ist dementsprechend groß bei den Spandauern. Doch es bleibt keine Zeit, sich auf dem Ruhm auszuruhen. We will go hard. They need to win just one game. So we need to work even harder than today. Für die Spandauer ist es nun wichtig, dran zu bleiben und ihre Stärke zu behalten. Denn die nächste Partie steigt bereits am Mittwoch in Hannover. Dann wird sich zeigen, wer die stärkeren Nerven hat. Denn um ihre Chance auf die Meisterschaft zu wahren, müssen sie dieses Spiel unbedingt gewinnen.